Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Die Kollegen von AIDA Vita machen den Strand sauber. Großartige Aktion. Dann fahren wir zusammen zum Nordkap und dann spielen wir ein bisschen mit den Kollegen, die sich richtig gut verstehen. Meistens zumindest. Viel Spaß! Umweltschutz ist für uns eine Herzensangelegenheit. An Land genauso wie an Bord. Die Kollegen von AIDA Vita waren zum Beispiel in Vietnam und da haben sie eine großartige Aktion gestartet. Sie haben den Strand sauber gemacht, zusammen gemeinsam rausgegangen und einfach was getan. Jeder sollte bei sich selbst anfangen. Guck mal. Wir möchten Ihnen heute von einem ganz, ganz besonderen Projekt auf AIDA berichten und dafür habe ich mir unseren Umweltoffizier, den Jörg, eingeladen. Es geht nämlich um Clean Up the Ocean. Hallo lieber Jörg. Hallo liebe Marie. Jetzt erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Gerade weil wir als Crew auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, sind diese Meere nun mal wirklich unser Zuhause geworden. Wir sind sehr lange im Einsatz und da ist es sehr wichtig, dass wir auf die Umwelt achten, dass hier nichts zerstört wird und dass alles so hinterlassen wird, dass wir es auch übergeben können. Wir sind nicht die letzte Generation, da kommen viele Generationen nach uns und wir wollen den Planeten sauber übergeben. Und deswegen haben wir uns als Crew von AIDA Vita überlegt, was können wir dazu beitragen. An welchem Strand, in welchem Bereich würde das am besten passen? Wir haben uns für Nha Trang entschieden, einen Strand in Vietnam. Die Strände hier, gerade in Asien, sind noch sehr stark verschmutzt, dadurch, dass Plastikmüll, der sich im Wasser befindet, eben auch an die Strände angespült wird. Was haben wir denn da eigentlich alles gefunden? Erzähl doch mal. Wir haben auch zum Beispiel einen Rettungsring gefunden, auf dem leider kein Schiffsname mehr stand. Also wir haben Schuhe gefunden, wir haben sehr, sehr viel Plastikflaschen gefunden und wir haben auch sehr viel Styropor gefunden, was wirklich extrem belastend ist. Alles zusammengefasst, es war wirklich eigentlich alles dabei. So, Kini, what did you thought when you saw the posters that we are doing this project? Yeah, first I thought that it's a good idea, and then I think about my son. Yeah, because I have one son, a one-year-old boy, and who knows, maybe someday he will visit this island, and I don't want him to be disappointed that in the future there's no nothing to enjoy with. And every time that I pick some garbage, I'm thinking about the smile that my son or the other kids will give on what we are doing. Es war auch genial anzusehen, wie die ganze Crew und die vietnamesischen Helfer, wie alle zusammen wirklich überall gesucht haben nach dem Müll und den Steine umgedreht haben. Das war wirklich, dieser Einsatz war faszinierend. Und als wir dann zurück sind und dann die Säcke so langsam eingesammelt haben und der Truck hat uns unterstützt, die auf diesem langen Strandabschnitt zusammenzubekommen und ich diesen Truck mit dem kompletten Müll drauf gesehen habe, da war ich schon beeindruckt, weil das wirklich mit 10 Kubikmetern eine große, große Masse war. Ja. So, Cor, you're the agent here in Vietnam, is that right? Yes, I am. So what did you think when we came with this question or request to you? Well, firstly, I'm surprised because this is the first time I received such a question. And then I realized that is so, you know, meaningful and it's created a lot of not only the our activity today, but also the I see the reflect of anyone else, not only our crew, our staff, but also the guests. So they can give us one more hand to save our environment, our beaches, our ocean. Und wohin mit dem ganzen Müll? Wo ist der hingekommen? Wir haben den Müll dann an Bord gebracht, wir haben den kompaktiert, sodass er weniger Volumen einnimmt und haben den 2 Tage später dann in Saigon, Ho Chi Minh City, abgegeben. Viele denken jetzt natürlich, ja, okay, einmal Müll gesammelt, das ist ja so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Was entgegnest du den Leuten? Mit dieser Aktion wollten wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen setzen, dass andere Schiffe uns vielleicht nachfolgen, wenn sie in solchen Gebieten fahren. Karibik ist auch sicherlich ein Gebiet, wo man solche Aktionen machen kann. Und so ist es immer wichtig, dass einer vorausgeht und dann andere sagen, okay, hey, das ist gut, lass uns das bitte auch machen. Liebe Crew, liebe Gäste, das ist unser Beitrag zu Operation Oceans Alive. Was ist eurer? Vielen Dank, liebe Kollegen von AIDA Vita, das war wirklich großartig. Wir waren ja auch gerade in Asien und immer wenn wir am Strand was gefunden haben, haben wir es direkt eingesammelt, weil wenn jeder eine Kleinigkeit dazu beiträgt, haben wir am Ende ein großartiges Ergebnis. Über 1 Million Gäste im Jahr, jeder eine Flasche, könnt euch vorstellen, was da zusammenkommt. So, jetzt vom Süden in den Norden an den Nordkap. Tolle Bilder, guck mal. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind am nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Seit über 300 Jahren kommen hier Leute hin. Wir genießen jetzt erstmal den schönen Ausblick. Wir stehen hier jetzt mit einem absoluten Experten. Er war schon 5-mal am Nordkap.
Was kannst du uns über das Nordkap berichten? Ja, wir befinden uns hier am Ende Europas, über 71 Grad Nord. Früher sind die Menschen, die zum Nordkap wollten, mit einem Boot hier an den Felsen gekommen und sind diese Steilklippe 300 Meter hoch geklettert. Mittlerweile eine Europastraße und eine Nordkaphalle seit den 50er Jahren. Matthias, wie ist es, am nördlichsten Punkt Europas zu sein? Fantastisch. Also sowas zu erleben, das muss man einmal machen. Das ist ein Traum. Aida! Unbeschreiblich, ein Traum, saukalt und windig. Fantastisch. Schön und windig. Es ist ein ganz, ganz toller Ausblick. Die freie Natur, den Schnee, Gefühle, ja, einmal hier zu stehen, ist einfach toll. Es ist grandios. Atemberaubend. Es ist schön. Es ist zwar kalt, aber geil. Tolle Bilder vom Nordkap und danke Emir nochmal, dass du die Moderation übernommen hast. Hat richtig gut geklappt. Und jetzt kommen wir zu den Kollegen an Bord. Die müssen als Team eng zusammenarbeiten. Da muss man sich blind verstehen. Und das tun sie. Meistens. Niemand den mal. Es sind die Käsefüße. Du hast für einen Durchlauf für das gesamte Team 60 Sekunden Zeit. Zack, zack. Wenn du den ganzen Tag deine Schuhe anhattest, dann hast du? Schweißfüße. Anderes Wort? Stinkefüße. Stinkemauken. Was stinkt noch? Socken. Schuhe. Ja, und jetzt das noch alles zusammen? Käsefüße. Käsefuß. Ja. Mehrzahl. Die Socken, die du den ganzen Tag anhast, verursachen einen unangenehmen Geruch. Ja. Wo sind deine Füße drin? In Schuhen. Ja. Füße. Oh, scheiße. 60 Sekunden Zeit. Zack, zack. Wenn sich jüngere Männer im Alter der Pubertät profilieren möchten, was machen sie dann meistens für eine Kraftübung? Was? Machen häufig zwei Männer. Okay, davon hast du zwei rechts und links an deinen Schultern. Arme. Gut. Arm drücken. Ja. Ja! Wenn man sich gegenseitig Kräfte messen will, dann macht man Arm drücken. Ja. Doch. Ich hab genau das gleiche gesagt. Okay. Und wir spielen die nächste Runde, beziehungsweise die zweite Runde. Es ist der Zungenkuss. 60 Sekunden. Ich bin sehr gespannt. Zack, zack. Ich auch. Ja, Sushi? Ja. Nicht sondern im Mund. Wie heißt das? Zunge? Ja. Und wie heißt das, wenn die sich lieb haben und... Zungenkuss. Ja. Macht man, wenn man sich gerne liebt, macht man das? Nein, nicht anders. Das ist jungfrei. Im Gesicht ist ja was innen drin. Zunge? Ja, und zusammen? Zungenkuss? Ja. Der Zungenkuss wäre es gewesen. Der Herzensbrecher. 60 Sekunden Zeit. Zack, zack. Was mache ich auf gar keinen Fall kaputt bei Männern? Bei Männern? Nicht kaputt. Gibt's nicht. Kai, denk weiter. Es geht um Gefühle. Gefühle? Ja. Was kann ich nicht machen? Oh Mann. Mann. Ja, Mann, genau. Beim Mann passiert gar nichts. Herzbrechen. Was? Damit kommt zu uns dazu. Und jetzt habt ihr 10 Punkte erspielt. Die anderen so zwischen 11 und 9. Ich würde sagen, wir machen... weil es zerbricht ja tatsächlich. Aber wir geben den Preis gerne ab. Renz, es geht nach Hause in ihrem wohlverdienten Urlaub. Ihr habt gewonnen. So. Prost. Ja, dann auch. Einigen wir uns auf ein faires Unentschieden. Und Herbert, beide toll. Dankeschön, unsere beiden Teams. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn ich nächste Woche zum Arbeiten an Bord gehe, ins Mittelmeer. Und ganz ehrlich, an eurer Stelle, ich würde das Mittelmeer jetzt buchen. Aber das ist nur so am Rande bemerkt. Jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche und da geht es nochmal in den Norden. Wenn ihr mehr wissen wollt über uns, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins Reisebüro. Und hier ist die Verlockung. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet, unterwegs zu sein gen Norden.
Zunächst von Kiel aus nach Kirkwall. Danach geht es nach Reykjavik, Ísafjörður und Akureyri auf Island. Der nördlichste Punkt unserer Reise ist Spitzbergen und wir fahren weiter nach Hornungsvåg zum Nordkap. Die nächsten Häfen sind Hammerfest und Tromsø. Wir besuchen noch Leknes auf den Lofoten, fahren weiter nach Bergen und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Kiel. Wir alle bei AIDA freuen uns immer so richtig, wenn wir einem talentierten Kollegen aus einem ganz anderen Bereich unsere große Bühne überlassen dürfen. So war es auch hier. Christian aus dem Housekeeping durfte auf die Bühne und hat das großartig gemacht. Die schönsten Bilder der Woche mit der schönsten Musik. Nothing's gonna change my love for you.